Willkommen zurück zu Luigi's Mansion. Ja, wollte einfach nochmal zeigen. Er geht hinein, als wäre es das erste Mal. Ja, wir haben im letzten Part König Buhu besiegt. Nicht König Buhu, nein, Bulussus. Und ich wollte mal nachschauen, wie es offiziell ist. Ja, es gibt viele, es gibt mindestens 5 große Buhus. Es gibt die aus, sag schnell, die aus Paper Mario und es gibt noch aus Yoshi's Island. Aber die drei groß bekannten großen Buhus sind Buhulus, den wir hier besiegt haben, den gibt es ähnlich auch in Luigi's Mansion 2. Es gibt König Buhu, der auch bei Mario Kart, Double Dash und so weiter aufsteht. Und es gibt Atombu. Und Atombu ist der allerhäufigste, der kommt bei Super Mario World vor, der kommt oder bei New Super Mario Bros. Serie, überall, wo ein übergroßer Buu ist, das ist der Atombu. Und nicht zu verwechseln mit Bulussus und König Buu. Ja. Gut, wo geht's jetzt hier rein? Ah ja, muss wieder alles laufen bis dahin. Na gut, hat ja was zu erzählen. Und ja. Eigentlich sollte bald was passieren, was uns überhaupt nicht gefällt. Die Monster aus Outlast kommen. Nein, Quatsch. Was anderes. Was anderes. Ähnlich wie bei... sag schnell. Oha. Ja. Der Blitz schlägt ein. Ähnlich wie in... wie heißt es? Eternal Darkness. In einem Kapitel. Wer kennt Eternal Darkness? Genau. Schrecklich, das ist eine echte Katastrophe. Der Strom ist ausgefallen. Der Blitzeinschlag von eben muss die Ursache für den Stromausfall sein. Bei dieser verdammten Finsternis sieht man nicht mal die eigene Hand vor Augen. Im Schutze der Dunkelheit haben die Geister freie Bahn. Sei vorsichtig, Luigi. Okay. Okay. Freie Bahn heißt auch, ich kann sie jetzt alle saugen hier. Oh, kommen noch mehr. Oh, die sind jetzt endlos. Ja, die sind wohl jetzt endlos. Ne, ach komm, ich gehe runter. Was soll's, was soll's. Wir müssen in den Keller. Wir müssen in den Keller. Jetzt haben die natürlich wieder freie Bahn. Das ist ganz klar. Hör, ich bin doch nicht dein Pin. Deine Bowling gucken und haben sie woanders. Ja, jetzt haben die. Jetzt sind sie unendlich da. Das ist klar. Jetzt sind sie unendlich da. Wir müssen ihn kämpfen. Danke. Fisch, fisch, fisch. Wir müssen so schnell es geht in den Keller. Also es ist kein Zeitlimit. Aber es ist nun mal halt so. Ah! Weil mich der andere erschreckt hat. Ich hätte noch ausweichen können. Na, was soll's. So, in den Keller. Nein, das ist erst das EG. Erdgeschoss. Für alle, die nicht der deutschen Sprache mächtig sind. Und sich verplappern wie ich. Nein, ich bin natürlich Schweizer. Ich kenne die deutsche Sprache. Ich kenne sogar meine eigene Sprache, unser Schweizerdeutsch. Sicher, sicher. Gut, das klang jetzt nicht wie Schweizer, das klang wie etwas anderes, aber. Nein! Ich kann auch einen Schweizer Käse bringen. Nein, Quatsch. Doch, könnte ich. Hey, ist er jetzt zu? Hä? Dann ist er da zu. Da war doch noch nie zu. Was? Ah, nee. Und wie geht's jetzt weiter? Oh. Ich bin doch so blöd. Ich bin doch so blöd. Wisst ihr warum? Ich sag's euch in 3, 2, 1. Ich bin so blöd, wir haben ja den Schlüssel. Ich will ja hier rein. Na gut, wenn das nicht geht. Aber es geht. Sicher. Gut, und wo geht's jetzt lang? Ja, eigentlich nur ein Weg, ne? Ist hier alles? Nur Fassade. Er baut dann extra Türen ein, die nirgendwo hinführen, ja. Nintendo-Logik. Nein, Quatsch.
Na, geh mir doch an. Hallo? Geh doch an! Luigi! Weißt du nicht, wie ein Hörer abnehmen? Du bist aber auch ein bisschen dämlich, oder? Oder bin ich? Einer von uns. Ich glaube eher du. Ja, wenn du nicht weißt, wie ein Telefon... Ah, das war's! Hallo? Hallo? Darf ich fragen, wer dort spricht, bitte? Ah, nee, der andere nennt ihn. Pause am Apparat. Nein, ich bin's, Luigi! Luigi! Ah, er spricht Toad! Ich bin froh, keine Ahnung, was ich getan hätte, wenn am anderen Ende ein Geist gewesen wäre. Ja, wir haben ein Riesenproblem. Der Blitz hat im ganzen Haus angeschlagen. Einen Strom hat's voll ausgelöst. Was sollen wir jetzt machen? Dabei fürchten wir uns fürchterlich im Dunkeln. Denn keine Möglichkeit, das Licht wieder anzuknipsen. Wie? Nein, wir wissen auch nicht, wie man es wieder in Gang bringt. Wir hatten gehofft, du hättest eine Idee. Blöde. Ich habe schreckliche Angst. Das heißt, ich habe mir in die Hose gemacht. Nein, Quatsch. Wo ich gerade darüber nachdenke, ich erinnere mich an einen großen Sicherungsschalter im Keller. Was heißt Schalter? Was heißt ein Sicherungskasten? Mit Sicherungs... Schalter! Und hier ist auch noch was. Hallo? 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 Huhu, jemand da? Entschuldige die Überraschung. Ich bin's, Professor Igitt. Ich wollte dich nicht beunruhigen. Normalerweise benutze ich ja den Gameboy Horror, um dich zu kontaktieren. Doch dieses Mal habe ich das Telefon benutzt, da du in diesem Raum bist. Spioniert er mir nach? Du weißt ja, dass alle Geister das Licht meiden und in der Dunkelheit Zuflucht suchen. Und jetzt pass auf, es gibt einen Geist, der aus der Galerie geflüchtet ist und die dunkelste Nacht hier aufsucht. Sein Name ist... Onkel Bitterlich! Wenn er umherstreift, hast du vielleicht nur diese eine Chance, ihn zu fangen. Warum suchst du ihn nicht, bevor du dich um das Licht kümmerst? Das könnte clever sein. Selbst für einen Geist ist er recht alt, aber dadurch ist er umsichtiger geworden. Was ich dennoch über ihn sagen kann, ist, dass er sich gern in Räumen mit Spiegeln aufhält. Oh je, die Geister nähern sich seiner Position. Gib acht, Luigi! Ja. Easy, gut. Spinnst du? Ein Raum mit Spiegeln. Als ob ich jetzt auswendig wüsste, wo der war. Hopp! Kein Herz, nix. Danke dafür. Okay, ich muss die doch alle... Ja, wieso eigentlich? Jetzt! Das war ja fein Streit. Jetzt nehme ich die rüber. Fetzo. Bleibt die wohl hier im Herzen? Will wissen, was passiert, wenn ich aufsauge? Hell kann es ja nicht werden. Was passiert? Ah, hier geht's noch rein. Oder nicht? Okay. Noch alles absuchen hier. Aha. Das Ersparte. Das Ersparte von allen hier. Ich bin so böse. Ein Herz. So böse kann ich doch nicht sein. Ich bekomme Herz. Wupp. Okay, ja, es ist wieder offen, gut. Okay, dann suche ich mal diesen Raum. Bis gleich. So. Lang genug hat es gedauert. Viele Energie. Ja, wenn alle Geister so frei herumschweben, kann was passieren.
dachte erst, es sei der Spiegelsaal, aber nein. Es ist ein ganz anderer. Und wer bist du überhaupt? Hallo? Hallo? Niemand wird mich finden. Ich bin alt, verschroben und das wäre das nicht schon genug. Die Leute fürchten sich vor mir. Oh, ich mich nicht. Genau. So, alter Knacker, du kommst nicht ins Heim, du kommst in meinen Staubbeutel. Doch viel schöner, oder? Bist du viel besser behandelt? Nein, Quatsch. Puha. So. Dr. Igitz, Professor Igitz Wunsch haben wir erfüllt. Den alten Knocker. So, ein Herd wäre mal was ganz Feines. Klatsch. So, nehmen wir da. Siehst du das? Okay. Ja, kämmer's. Obwohl, da schon noch was unten ist, das will ich jetzt mal nachschauen. Wir sehen uns gleich wieder. Gießen, 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 gießen und... Jo. Aha. Noch gewusst, dass da was passieren wird. Schön. So viel aufsammeln, wie wir können, bevor es verschwindet. Und das war nur der Napf. Das wäre Goldbarren. Okay, wir sehen uns beim Sicherungskasten. So, rein da. Schlüssel haben wir bekommen. In welche Geister? Nee. Schauen wir's ein. Und? Und es werde Licht. Ben fand den Schalter. Nicht, nein doch. So, der nächste Schlüssel ist auch schon hier. Jut. Ja, weitlaufen müssen wir da nicht. Den Buhu noch? Ist der Buhu eigentlich derselbe, den uns entwischt ist, oder nicht? Ja, ist gut. Dann halt so. Und schwupp. Ich bin Buffalo Bull. Buffalo Boo. Also komm du Buffalo Boo. Ja, komm her! Schweinerei. Schweinerei. Was melde ich? Ja, toll. Soll das gehen? Erstmal hier rein. Oh. Wir sind im Keller. Luigi wimmert schon, oh. Ja, du leck mich doch. Komm, ich will Energie, genau. Wie das hier geht, ist nicht schwer. Wir müssen einfach rau aufsaugen alles. Ja, ist gut. So, komm her. So. Wow. Nichts anderes zu tun. Wow. Ja, Geisterjäger muss man sein. Ja, da gibt's Kohle. Okay. Ja. Nach über 5 Parts kommt endlich der eigentliche Sinn des Staubsaugers. Na. Du hast mich noch erwischt. Na, warte. Du, ich kann auch anders. Hep. Jetzt aber. Schopp, schopp, schopp. Oh, und es wird Licht. Gut. Ein Schlüssel. Ein seltener Schlüssel. Nein, Quatsch. Okay, der ist für da, ganz oben. Müssen die mir noch hier unten? Hallo? Buhu? Zeig dich! Ja. Nochmal. Ich bin Bruce Lee. Ja, ja. Mann, die gehen alle weg. So schaffe ich das nie. Ob wir es schaffen müssen, ist die zweite Frage. Aber ich suche hier nicht 5 Stunden lang die Buhus.
Okay, was ist... Ah, das ging einfach so. Okay, aber... Was getan ist, ist getan. Geht's hier weiter? Jo. Ah, der ist da. Okay. Komm her! Mann, du nervst. Du nervst. Kommst du jetzt her? Mann. Du nervst. Ja, dann komm her. Mann. Da kriege ich ihn doch nie. Soll das gehen? Und kann ich da rein? Hallo? Nope. Okay, wir müssen wieder alles nach oben. Aber erst mal speichern, denn musste ja wieder alles den Opa wieder bashen und alles. Nur weil ich nicht gespeichert habe seit dem letzten Bosskampf. Ja, ja. Gut. Dann geht's. Zurück ins Foyer. Das will ich. Wenn ihr es mir vielleicht übel nehmt. Wo bin ich überhaupt? Ege? Mann! Da wäre das Foyer. Ja. Schau, die ist auch wieder da. Mann, meine Grafik. Meine TV-Karte spinnt gerade ein bisschen. Hab schon viel aufgenommen. Und da geht's? Nein, es geht. So geht's. Ja, dann geht's eben nach ganz oben. Was soll der Geiz? Und wenn die TV-Karte dann spuckt, kann ich immer noch ein bisschen Darksiders 2 löschen. Nein, Quatsch, also was ich schon aufgenommen habe natürlich. Schon geh. Ja, ich lösche erst eine Datei, auch wenn sie geschnitten ist, wenn sie abgeloadet ist. Denn auch schon hatte ich was, das ich zweimal hochgeladen habe und das hieß, ja, invalid. Error. Und seitdem erst wenn eine Datei oben ist, erst dann lösche ich sie. So. Gut, jetzt können wir... Oh, um die ganze Spinat, um das ganze Zeug so... Oh, da verbrennt man ein Kilo, du. Kalorien. Echt, es gefällt mir nicht. Moment. Ja, läuft doch schon viel besser. Und noch ein altes Rohmaterial von Mario Kart gehabt, also online. Und das frisst schon mal ziemlich gut. Hier waren wir doch. Ah, ey, es geht nach da oben. Ach, sag doch das gleich. Gut, gut. Hier rein. Aha. Okay. Was habt ihr zu berichten? Hey, starr mich nicht so an! Okay. Du. Dasselbe in blau. Quietsch, quietsch. Da hinten, schaffe ich das von hier? Der Schlüssel. Der Schlüssel. Okay. Ihr habt doch alle eine andere Schraube. Ist nix. Tio. Haben die alle sowas? Ja, aber was hilft mir das? Das hat schon was Freakiges, ne? Puh. Okay, hier. Hier.
Hier. Und das auch noch. Muss alles miteinander laufen? Ja, genau. Das muss es. Hey. Der ist doch gegenseitig. Mach da rein. Nope. Ihr müsst euch wohl gegenseitig bashen, oder? Kann das sein? Wasser anspritzen kann ich eigentlich nicht. Dann denke ich mal, ich muss einfach noch warten, bis die Lunte abgelaufen ist. Die sich wieder aufziehen müsse. Denke ich mal. Bashen können die sich nicht, aber mich. Tja. Mann, lass mich los. Lass mich raus. Lass mich. Ja. Tja. Das bringt nix. Autsch. Rauf. Bringt alles nix, ne? Das hier. Mal schauen, was passiert. Irgendwie fehlt mir da. Moment mal. Ja. Okay, alles klar. Muss ich doch den Hebel in Gang setzen. Einfach im Kreis, was soll's. Kennt ihr die Musik? Kennt ihr die Musik? Ten, 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 ten. Ja. Du kommst erstmal mit hier. Dann du. Autsch! Rauf! Ist doch schon eine Stupsnase. Energie, Energie, ich will Energie. Ah. Mann! Ihr könnt echt nerven, wisst ihr das? Na toll! Genau, voll das ist. Aber gut ist, dass man nicht diesmal alles neu aktivieren muss. Das ist gut. Das gefällt mir. Gefällt mir. Wow! Schaffen wir es? Nö. Nope. Nope. Dich schaffe ich. Wetten das läuft ja nicht mehr bald, aber sagen kann man es ja trotzdem. Oh Mann, seid doch nicht so Zipferklatscher. Okay, jetzt nochmal mit Spackes. Den. Gut, und du kommst auch noch. Dann wird das geschafft. Schön. So, was finde ich gut. Mach den Buhu. Den Buhu. Jo. Wer bist du? Wetterbuhu. Okay, ja toll, der hat immer mehr Energie. Kommst du? Ey! Du, ich sag's dir. Komm her! Komm! Na toll. Oh. Dann geht's erstmal nach oben. Was ist oben? Was könnte oben sein? War das hier der Boss? Nein. Natürlich noch nicht. Lange braucht's nicht mehr. Das spürt man doch. So. Ein Herz. Gibst du mir das? Mann. Tut mir leid, die Pyjama-Party zu stören, aber ich hab zu tun hier. Mann. Blöd, das Timing gibt's nicht mehr. So.
Mann, lass doch. Ach, Mann, das ist es voll der Dis gewesen. So, jetzt aber. Jo. So, du Scheigeigeist. Könnte eigentlich als Scheigeigeist gut durchgehen, oder? Würde man ja sehen, was... Wobei, offiziell hat man nie gesehen, was hinter der Maske ist. Aber es könnte doch sein, dass das ein Scheigei ist. Bam, 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 bam. Komm her. Mann, wegen einem... Typisch. Story of my life. Hallo, nimmst du das Energie? Ja, toll. Ich meine, mehr als vorhin. So. Komm. So. Ah! Hier nur wieder. Ihr nervt. Verschwindet. Aber die heulen ja eher. Ja, 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 ja. So. Auf dem Kamin! Ne, das ist nicht der Kamin, das ist gar kein Kamin. Der Schornstein! Der Schornstein! Der Schornstein vom Schorsch! Ja, mach die Tür! Mach doch die... Ja. Geht auch so. Link kann das zwar viel eleganter, aber... Du bist ja nicht Link, auch wenn du grün bist. Grün in den Ohren. Okay, da geht's wohl weiter. Ja, der Part ist auch schon ziemlich voll, ne? Also gut, Leute, wenn es gefallen hat, Daumen hoch und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann und tschüss.